Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr seht jetzt gerade nichts. Jetzt wundert ihr euch bestimmt, warum es so ist. Und zwar will ich euch das nicht gleich zeigen. Ich werde euch erst was dazu erzählen. Ich habe draußen an meinem Balkon habe ich so Kräuter gehabt. Basilikum, Schnittlauch und Petersilie. So. Jetzt habe ich vor ein paar Wochen habe ich eine Raupe gesehen und habe mir gedacht, okay, warum isst sie mein Basilikum auf? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich nehme jetzt die Raupe und tue sie woanders hin. So, dann war die Sache auch erstmal gegessen und dann eine Woche später oder so habe ich wieder eine gesehen. Dann habe ich wieder dasselbe gemacht, habe sie wieder weg, so. Und dann, so ein paar Tage später nur, war alles voller Raupen. Alles. Und ich denke mir nur so, okay. Und dabei habe ich eine ganz dicke gesehen. Also die war schon richtig groß und erwachsen. Und da habe ich mir gedacht, okay. Ich habe im Internet gelesen, man kann sie in ein Glas reintun und man kann sie züchten. So, habe ich nun gemacht. Da ist sie. Ich habe das ein bisschen mit Erde und so gemacht. Ich guck mal, dass ihr sie sehen könnt. Also, die ist da jetzt da drinnen. Und anscheinend ist sie schon fast so weit, weil sie hat sich hier so eine Höhle gebaut, wenn ihr das sehen könnt. Die hat sich da so eine Höhle gebaut. Und da liegen auch ganz viele Punkte drinnen. Ich werde das mal aufmachen und dann werde ich euch das mal zeigen. Ich hoffe mal, dass man das sehen kann, die Pünktchen dann. Also, das sind so... Oh, mal gucken, die sind sehr dunkelgrün, deswegen sieht man die nicht so gut. Aber, also ich glaube, man kann das schon ein bisschen erkennen. Also hier hinten, wo ist mein Finger? Da. Also hier unten, das sind so Punkte. Und ich weiß nicht, was genau das ist, aber ich vermute, das sind Eier. Da liegen ganz schön viele in dem Glas drinnen. Also da liegen sehr viele. Und ich bin mal gespannt, was da passiert, ob ich dann ganz viele Raupen drinnen habe. Wenn ja, dann werde ich die einzeln alle, also ich werde die dann alle rausmachen. Nur ich möchte die Raupe hier, die möchte ich jetzt gerade nicht stören. Weil ich denke, dass die halt sich jetzt gerade entpuppt. Und dabei möchte ich es jetzt nicht stören, so großartig. Deswegen werde ich es jetzt erstmal ein paar Tage warten. Ich habe im Internet gelesen, also 8 Tage oder bis 14 Tage schlüpfen die Eier. Soll das Eier sein? Also ich glaube schon, dass es Eier sind. Und ja, ich werde jetzt halt mal warten, was jetzt passiert. Ich werde jetzt immer wieder mal so kurze Videos machen. Einfach mal, um zu schauen, wie es der Raupe geht. Also so, je nachdem, wie eine Veränderung ist. Also, und ich denke mal, die baut sich jetzt da sowas, dass es sich entpuppen kann. Also ich habe gelesen, dass es sein kann, dass es ein schöner Schmetterling wird. Es wäre halt voll schön. Aber es kann natürlich auch sein, dass es einfach nur ein ekliger Nachtfalter wird. Aber, ja, ich schau mal. Also Essen ist jetzt noch ein bisschen drin, weil ich nicht sicher bin, ja, ob sie jetzt überhaupt noch was essen wird, weil sie ja sich richtig hier, die hat sich ja richtig so eine Höhle gebaut. Ich denke mal, sie wird da jetzt drinnen bleiben in der Höhle. Also ich denke nicht, dass sie jetzt noch was essen wird, aber okay, lasse ich jetzt erstmal so drinnen alles und ich warte jetzt erstmal ein paar Tage ab, wie es halt dann ausschaut. Und ja, sollten das wirklich Eier sein, was ich eigentlich schon glaube, dann werde ich, wenn sie geschlüpft sind, also auch erstmal ein Video machen, wie die ausschauen und so. Aber ich werde die dann auch alle freilassen, die ganzen Raupen, weil, ja, ich muss ja nicht so viele Raupen haben. Also ich möchte ja nur eine Raupe haben, die hier, und da würde ich halt gerne mal sehen, wie das dann abläuft. Also, ich denke mal, sie ist jetzt so weit, dass sie sich entpuppt, weil sie hat sich hier so schon eine Höhle gebaut. Und ja,
Wir schauen auf jeden Fall mal, was das ergibt. Ich habe die draußen auf dem Balkon stehen. Habe die nur jetzt mal kurz fürs Video reingeholt. Und also ich denke mal, dass sie sich jetzt hier, also ich denke mal, irgendwann werden wir hier da gar nichts mehr sehen. Also weil, also ich denke mal, sie wird sich jetzt hier so wie ein Spinnennetz oder so, wird die das hier alles irgendwie machen. Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht so. Und ich denke mal, wir werden die dann nicht mehr sehen. Aber wir schauen mal. Also das war es jetzt erstmal mit meinem Video. Ja, sie bewegt sich. Ja, also das war es jetzt erstmal mit meinem Video und ich werde euch auf jeden Fall immer kurze Videos dazu machen, was jetzt mit der Raupe ist, wie es ihr geht, werde ich schreiben oder so. Also, man hört sich auf jeden Fall. Das Video, das werde ich auch als Überraschungsvideo machen. Tada, Überraschung. Jo, also auf jeden Fall, das Video wird nicht Sonntag kommen, sondern irgendwann, vielleicht heute oder mal schauen. Also, dann, Peace, Leute. Ciao.